Ich möchte sie so gerne sehen. Ich vermisse sie sehr. Ich vermisse sie einmal um die ganze Welt und zurück. So sehr vermisse ich sie. Das Haus am Meer ist einfach ein Ort der ganz besonderen Begegnungen und vor allem der Hoffnung. Und auch Angelika bringt einen sehr besonderen Herzenswunsch mit. Als ich noch klein war, war alles so einfach. Es gab keine Grenzen. Ich wusste, alles wird gut. Hallo, herzlich willkommen. Was kann ich für dich tun? Wie heißt du? Angelika, ich würde gerne einchecken. Angelika, genau. Ich erwarte dich schon. Okay. Angelika, dass wir das einchecken, machen wir gleich. Mhm. Nimm ganz kurz Platz draußen im Strandkorb. Okay. Dann kommt die Julia direkt zu dir. Okay, die kommt dich dann gleich abholen. Koffer, ab und Koffer so. Kannst du stehen lassen. Dankeschön. Die weiß Bescheid, die freut sich dann. Dankeschön. Bis gleich. Ich bin sehr aufgeregt, Julia von meinem Wunsch zu erzählen. Weil das ist so einer meiner größten Wünsche überhaupt. Und dass es so ein Wunsch wahr wird, das wäre wirklich unfassbar. Angelika möchte mir die Geschichte einer Freundschaft erzählen, die für sie unendlich wichtig ist. Hallo, hallo Angelika, hi, hallo. Na? Mir geht's gut? Ja, mir geht's gut. Hast du schon lange gewartet? Nee, nicht lang. Okay, komm mit rein, es ist heute ein bisschen kühler. Ja, ein bisschen windig, ja. Nicht richtig schön warm für die Jahreszeit heute. Das ist die Ostsee. Ja, ein bisschen stürmisch manchmal. Und sie hat einen ganz, ganz großen Herzenswunsch. Angelika, du bist hier, weil es jemanden gibt, den du wahnsinnig gerne wiedersehen würdest, ne? Ja, das wäre meine allerbeste Freundin von der Kindheit aus gewesen. Mhm. Die habe ich nicht mehr gesehen, seitdem ich hier in Deutschland wohne. Erzähl erst mal, woher stammt ihr? Genau, also wir haben deutsche Wurzeln, haben aber in Kasachstan gelebt. Und ich bin dort aufgewachsen, ich bin dort geboren und bin mit 6 Jahren erst, also 2006 bin ich dann auch erst hierher gekommen. Und Aliya, so spricht man es aus? Genau. War deine Herzensfreundin eigentlich von ganz klein auf? Genau, von ganz klein auf, weil da gab es niemanden, der drumherum sonst gewohnt hat. Dadurch war ich von klein auf immer mit ihr befreundet und wir haben immer gespielt, von morgens bis abends, bis unsere Eltern uns reingerufen haben, bis man wieder heim musste. Wie muss ich mir das Leben dort vorstellen? Also es war wahrscheinlich sehr ländlich. Ja, genau. Also wir sind ganz einfach auch aufgewachsen. Also an uns, bei uns hat nichts gefehlt, aber wir hatten jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, wir hatten Unmengen an Spielsachen oder sowas. Genau. Also wir haben es ganz einfach gehabt, aber haben uns immer selbst Spielsachen gebastelt oder sowas. Also es war ganz, ganz schön. Ja. Was habt ihr da gebastelt? Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst, wo man so mit zwei Beinen so ein Springseil, so ein Twist oder Gummitwist. Ja, genau. Ja, klar, kenn ich Gummitwist. Das haben wir mit so Feinstrumpfhosen gemacht. Okay. Also einfach Feinstrumpfhosen auseinandergezogen, zusammengebunden und das war unser Gummitwist. Warum seid ihr da weggegangen? Wir waren aus deutschen Wurzeln. Mhm. Dadurch war es immer schwieriger. Viele, viele mit deutschen Wurzeln sind schon nach Deutschland wieder zurückgekehrt, weil da die Perspektive mit der Arbeit und die ganze Kultur war anders. Also wir waren sowieso ganz spezielle Leute da im Dorf, weil wir ganz anders gelebt haben als zum Beispiel Aliya von der Kultur her. Und deswegen sind wir dann als die letzten auch Deutschen aus dem Dorf rausgezogen. Aber euch beiden Mädchen war das völlig egal, dass ihr eigentlich aus unterschiedlichen Kulturen wart. Deswegen, das hat uns überhaupt nicht gestört. Du sprichst so strahlend und liebevoll von deiner besten Freundin, deiner Kinderfreundin. Was bedeutet sie dir? Ganz, ganz viel. Also wenn ich so drüber nachdenke, ist es so, so ein Knüpfungspunkt zu früheren Familie oder aufgewachsen sein, weil jeder hat so Freunde und die hatte ich halt nicht. Also hier, deswegen. Sorry. Ich kann es verstehen. Ich meine sie zu weinen. Genau. Das bedeutet dir einfach ganz viel. Ja, auf jeden Fall. Weil wir haben halt so viel durchgemacht. Also auch so
Ich weiß noch, wie sehr es so schön war, da zu sein bei der Familie auch. Die hatten zum Beispiel gar keinen Tisch, die saßen auf dem Boden. Und das war so schön für mich immer. Ich sitze immer noch so gerne im Standesitz, weil ich bin so aufgewachsen und es ist einfach so greifbar immer noch dadurch. Du hast es einfach in dich aufgenommen. Genau. Es ist einfach richtig schön. Also, wo ich hierher gekommen war, habe ich immer an sie gedacht. Ihr habt dann viele Jahre einfach durch die Umstände, das ist einfach ein schwieriges Land auch. Sehr schwieriges Land, ja. Keinen Kontakt gehabt. Genau. Aber du hast sie vor ungefähr einem Jahr wiedergefunden. Im Netz. Im Netz, genau. Mhm. Und habt ihr dann erstmal geschrieben oder konntet ihr telefonieren? Also wir kommunizieren durch Sprachnachrichten oder FaceTime. Das ist jetzt ein Jahr, dass ich mit ihr mich so kommuniziere und ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, weil es ist einfach so unbeschreiblich schön. Trotzdem ist es natürlich, glaube ich, nach wie vor schwierig, sich wirklich auch zu treffen. Genau. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist es auch wahnsinnig schwierig, da überhaupt ein Visum zum Beispiel zu bekommen. Genau. Das habt ihr noch gar nicht geschafft bisher. Nee, aber das ist tatsächlich einfach so schwierig. Und das erstens das Visum zu bekommen, dann das Finanzielle, das sind so Sonderflüge gefühlt, die da so selten nach Kasachstan gehen. Mhm. Und das sind alles so Hürden, das ist eigentlich traurig, weil man das so griff. Es ist mittlerweile, die ganze Welt ist offen für einen, aber dann kann man es doch nicht irgendwie verwirklichen. Ja. Was wäre dein Wunsch? Mein größter Wunsch wäre, sie in den Arm zu nehmen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Genau. Allein das, also das reicht schon. Einmal sich zu umarmen, das sagt schon viel aus. Und ihr vielleicht mal Angesicht zu Angesicht zu sagen, was sie dir bedeutet? Genau. Okay. Ich glaube, ihr habt eine ganz besondere Freundschaft. Ich glaube auch, ja. Die kann uns niemand mehr nehmen. Vielen Dank, Angelika. Gerne. Danke, dass du mir zugehört hast. Oh, ich hätte dir stundenlang zuhören können. Komm mal her. Oh Mann. Ein Wunsch ist ja noch unerfüllt. Und deswegen begrüße ich jetzt zusammen mit Pavel, dem Übersetzer, unseren nächsten Gast. Alia aus Kasachstan. Ich bin so aufgeregt. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich Angst hatte, wie es sein wird. Hallo. Hi. Herzlich willkommen im Haus am Meer. Добро пожаловать в дом у моря. Dankeschön. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Wir haben Pavel an unserer Seite, der wird uns einfach helfen. Я буду сегодня переводчиком. Okay. Du hattest ja den Wunsch, dass wir ein bisschen kochen, beziehungsweise du etwas aus deiner Heimat. Ja. Darf ich dir helfen? Kann ich schon. Super. Sehr dann gehen wir in die Küche. Und komm mit. Was für eine schöne Idee von Alia. Dieses Essen wird Angelika sicher sehr an die gemeinsame Kindheit erinnern. Hier haben wir alles vorbereitet. Ich bin deine Assistentin. Und ich gucke dir erst mal zu, was wir machen. Wie heißt es denn, was wir kochen? Borsaki ist ein traditionelles kasachisches Gericht. Man kann es anstatt Brot essen. Es ist sehr lecker. Kennt Angelika das? Ja, natürlich. Das ist deine eigentlich erste große Reise, ne? Raus aus Kasachstan. Ja, weil ich noch nie im Leben das Land verlassen habe. Deshalb bin ich sehr aufgeregt und kann es kaum in Worte fassen. So, der Teig ist fertig. Dann lassen wir den mal ein bisschen ruhen, ne? Alia, wie lange hast du deine Freundin jetzt nicht mehr gesehen? Ganze 16, 17 Jahre. Wie war eure Kindheit damals? Wie hast du das erlebt mit Angelika zusammen? Was habt ihr gemacht? Wir haben immer draußen gespielt, bis ich in die Schule kam. Und sie wollte immer mit in die Schule gehen, aber sie musste zu Hause bleiben. So saß sie jeden Tag draußen auf der Straße und wartete zusammen mit ihrer Oma auf mich. Und als ich nach Hause kam, habe ich mich schnell umgezogen, damit wir viel Zeit zum Spielen hatten. Wir hatten eine Puppe, sonst hatten wir nur wenig Spielsachen. Zum Beispiel haben wir uns
Geschirr aus Lehm geformt, weil wir keine Spielsachen hatten. Es waren schwere Zeiten. Angelika hat mir das genauso berichtet wie du. Und sie hat gesagt, obwohl ihr nicht viel hattet, hat sie eure Lebensweise so verinnerlicht. Sie liebt es bis heute, im Schneidersitz zu sitzen und zu essen, weil sie das bei euch kennengelernt hat und eben auch die Küche und die Gastfreundschaft und deine Familie. Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Nach so vielen Jahren ist alles noch hier oben drin. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist einfach ein Wunder. Also du fühlst dich auch so verbunden mit ihr. Denn sie beschreibt es so wunderschön, diese Verbindung zu dir. Ich sehe, dass es dir genauso geht. Natürlich, ich fühle genauso. Nachdem sie mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen ist, haben wir den Kontakt verloren. Ich habe sie immer und überall gesucht. Ich wollte immer wissen, wie sie lebt, wie es dort aussieht, was sie so macht. Das alles wollte ich wissen. Aber ich konnte sie einfach nicht finden. Und dann, wie durch ein Wunder, hat sie mich irgendwann gefunden. Und alles nahm seinen Lauf. Es sind Tränen geflossen. Ich habe die ganze Zeit gespürt, dass wir uns irgendwann wiederfinden. Und so ist es auch gekommen. Es ist so schön, dass ihr so verbunden seid. Ihr seid Freunde, aber ihr seid wie Familie. Ja, wir sind wie eine Familie. Ich glaube, heute ist euer persönlicher Feiertag der Freundschaft. Kann man das so sagen? Ja, natürlich, absolut. Dann führen wir einfach einen neuen Feiertag heute ein. Ja, okay. Ich möchte sie so gerne sehen. Ich vermisse sie sehr. Ich vermisse sie einmal um die ganze Welt und zurück. So sehr vermisse ich sie. So, jetzt noch ein Messer. Jawohl, Messer kommt, bitte sehr. Super. Kochst du jetzt mit Liebe für deine Freundin? Ja. Ich glaube, dass sie den Geschmack von Osaki nicht vergessen hat. So, ich höre schon, dass das Öl knistert. Ich glaube, jetzt kommen deine kleinen Teilchen hier ins heiße Öl. Ja. Ja, kannst nicht sehen. Vorsicht mit den Händen. Aber sowas haben wir in Bayern auch. Bei uns heißt es Striezel. Das sieht schon mal gut aus. Sehr gut. Dann würde ich sagen, du kannst deinen Teller mitnehmen und gehst schon mal zum Strand. Gut. Und dann komme ich mit Angelika. Okay, alles klar, ich freue mich. Super. René? Hallo. Tust mir gefallen und rufst die Angelika an auf dem Zimmer. Ja. Die musst du mal sprechen. Mag ich direkt sofort. Bitte schön. Danke. Hallo Angelika, hier ist Julia. Du, ich würde gerne einen kleinen Strandspaziergang mit dir machen. Magst du mal runterkommen? Sehr gut, ich warte hier. Ja, tschüss. Dankeschön. Und, was passiert? Wir locken die jetzt natürlich raus. Ja. Weil da ihre Freundin wartet. Oh, wie schön, wie spannend, wie aufregend. Keine Ahnung, ja. Die gerade hier mit dem Gebäck kam, weißt du? Und sie kommt jetzt auch runter? Ja. Schön. Hast du den Film noch nicht verstanden? Ja, ich bin schon aufgeregt, aufgeregt, das Ganze, ganz toll. War schön, ne? Und sie kommt jetzt. Ich hoffe. Ah, da kommt sie. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut. Hallo. Gehst du mit mir zum Strand? Ja, gerne. Dann komm, kommst du auch mit Luna. Na komm. Tschö, Liebe. Angelika, ich würde dich jetzt erstmal bitten,
ganz alleine da runter an den Strand zur Pergola zu gehen. Okay, machst du das? Gleich. Tschüss. Ich freue mich sehr für euch beide. Guckt mal, da ist was. Oh, alles gut. Guckt mal, da ist was für euch hergerichtet und heute feiert ihr einfach eure Freundschaft. Ja? Danke. Alles Gute für euch. Nicht mehr loslassen. Mach ich nicht. Dankeschön, komm. Heute ist ein Riesenwunsch in Erfüllung gegangen. Ein Wunsch, den ich schon so lange hatte. Ja, das ist niemand. Ich kann das gar nicht glauben, dass du hier sitzt. Du musst dich freuen, nicht weinen. Ich glaube es immer noch nicht. Ich kann es nicht glauben. Ich fühle mich wie im Traum, weil es bislang unerreichbar war. Hast du die hier gemacht? Ja, hier in der Küche. Hast du gut gemacht. Weißt du noch, wir haben die früher auch gemacht. Die waren nur rund. Ja, die waren rund. Wie Donuts. Ja, die sind lecker. Ich glaube, die Freundschaft ist noch mehr besiegelt, weil dieser Moment, der hat einen so zusammengeschweißt. Eines ist sicher, das Haus am Meer ist immer ein ganz besonderes Reiseziel. Oft nimmt der Weg von hier aus eine ganz andere Richtung, als die Gäste das vorher erwartet hätten. Und es ist jedes Mal ein richtig gutes Gefühl, das mitzuerleben. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf die neuen Geschichten hier im Haus am Meer.